Meistens hat man es verpasst, das muss man auch wegstecken. Dass das so ein Erfolg sein würde, dass so viele Menschen diesen Account besuchen würden, dass wir so viele Follower kriegen würden in so extrem kurzer Zeit, damit haben wir nicht gerechnet. Unser Anliegen ist, neben dem Account, neben was der Account macht, nämlich ein positives Gefühl im Zusammenhang mit Waschbären, ist das Image der Waschbären etwas wieder gerade zu rücken, weil es ist insgesamt ziemlich schlecht geworden, dadurch, dass die auch seit 2016 auf der EU-Liste der invasiven Tierarten stehen. Die werden fast überall bejagt, außer in Berlin zum Glück. Und wir möchten gerne auf lange Sicht erreichen, dass die Waschbären von dieser Liste wieder gestrichen werden. Und das Leben mit den Waschbären ist ja unterhaltsamer als mit Hund und Katze allein. Bei uns leben ja alle zusammen und die leben auch alle sehr friedlich zusammen. Die Hunde spielen mit den Waschbären und umgekehrt. Die Waschbären necken die Katzen oder spielen mit den Katzen. Das läuft alles ganz rund. Die wurde aus einem Fluss gefischt von zwei Jungs und war schwer krank. Wir mussten die behandeln und dann ist sie auch bei uns geblieben. Wir haben sie dann mit Katzenmilch großgezogen und dann ist sie bei uns geblieben.